Sind Multitools mit unglaublich vielen Werkzeugen wirklich sinnvoll? Darüber sprechen wir heute ausführlich und natürlich auch über Victorinox an sich. Wenn euch das interessiert, dann bleibt einfach dran. Ja moin, mein Name ist Albo, ich bin gerade im Wald unterwegs. Schön, dass du bei diesem Video mit dabei bist und heute möchte ich über etwas Bestimmtes sprechen. Ich habe ein Victorinox Multitool. Und das ist wirklich ein Multitool, kann man sagen. Victorinox gibt dabei 64 verschiedene Funktionen an. Und ich möchte mit dir heute darüber reden, ob so etwas sinnvoll ist, sozusagen als Backup kleiner Werkzeugkasten für, was weiß ich, für eine große Reise oder sonstige Themen. Vorher aber einmal ganz kurz, was ist das für ein Victorinox-Messer? Ich kenne den Namen nicht ganz genau, aber wir haben halt tatsächlich 64 verschiedene Funktionen. Man sieht hier auch ungefähr die Größe, also so riesig ist das Ding trotzdem gar nicht. Es ist alles relativ klein gehalten und wir gehen mal so die wichtigsten Sachen alle nacheinander durch, diskutieren auch mal, braucht man sowas überhaupt? Wir fangen auf der einen Seite an und haben hier eine Nagelfeile. Mit einem kleinen Nagelputzer natürlich auch vorne, ne? Das ist immer hier die kleine Spitze vorne. Ja, habe ich noch nie gebraucht sowas, aber ist halt dabei, ne? Messer kann man locken, hier ist ein kleiner Lockhebel und dann ist das festgelockt und da muss man es erst so wieder abmachen. Das heißt, eine feststehende bzw. festmachbare Klinge finde ich durchaus praktisch. Als nächstes haben wir hier eine Zange. Das ist tatsächlich ein Werkzeug, was ich auch bei meinem Rangerwood ab und zu vermisse, muss ich sagen. Jetzt ist es aber so, dass gute Zangen, also das hier zum Beispiel, ist eine kleine nette Zange. Ja? Dass eine wirklich gute Zange auch ordentlich Platz und eine gute Feder und so weiter und so fort braucht. Das heißt, die nimmt auch ordentlich Space einfach weg vom Messer. Und es gibt zwar Victorinox Ranger-Reihe mit seiner solchen Zange. Es ist dann aber gleich doppelt so breit wie vorher, eben weil dieser Mechanismus einfach den Platz braucht. Jetzt kann man sich natürlich fragen, wie wichtig einem das im Endeffekt ist. Mir natürlich dann durchaus nicht. Aber zum Beispiel bei einem Leatherman oder ich habe einen Gerber Suspension, da ist das deutlich besser gelöst. Wenngleich du da halt nicht so eine geile große Klinge hast und die große Klinge ist mir dann wichtiger. Als nächstes, große Pfeile brauche ich überhaupt nicht. Säge finde ich immer gut. Das Problem ist, eine Säge muss auch eigentlich eine vernünftige Größe haben. Ne? Also das hier, das ist halt winzig. Damit kannst du halt mal einen 4 cm Ast oder so durchsägen. Aber ja, also man kann damit zur Not sägen. Die Säge am Victorinox Rangerwood habe ich schon öfter ausprobiert. Damit habe ich auch schon mal solche dicken Oschis durchgekriegt. Es ist aber nur eine Notlösung im Endeffekt. Ne? Trotzdem sind die Sägen von Victorinox an sich nicht schlecht für die Größe, was sie dann halt leisten können. Eine Lupe. Ja, tatsächlich. Hier ist eine ganz kleine Lupe mit drin. Also man kann wirklich, ich kann euch das natürlich schwierig zeigen. Ich versuche es einmal ganz kurz. Ah doch, das kann man schon ein bisschen erkennen. Ne? Es vergrößert schon ein bisschen. Also ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht, wenn man ganz genau Wunden anguckt oder so nach was Bestimmten sucht, durchaus vielleicht mal praktisch ist. Aber meistens ist es natürlich für Kleinstlebewesen im Wald, um damit vielleicht ein bisschen zu forschen, den Entdeckergeist oder so rauszulassen. Ich muss sagen, ich benutze sie aber überhaupt nicht. Ne? Im Endeffekt, da bin ich zwiegespalten, ob man sowas braucht. Zum Feuer machen kann man es eigentlich nicht benutzen, dafür ist die zu klein. Vielleicht kann man es mal probieren. Ich habe aber noch nie ein Video gesehen, wo das funktioniert hätte und ich selbst habe es auch noch nicht probiert. Wenn ihr da was wisst, schreibt es mir gerne mal unten in die Kommentare rein. Und auch nicht bei allem weiß ich wirklich, was das soll. Wenn du weißt, was das hier eigentlich für ein Werkzeug ist, dann schreibt es mir gerne mal unten in die Kommentare, denn das interessiert mich wirklich. Sieht einfach nur cool. Ich kann mir auch nicht vorstellen, was das sein soll, was ich damit machen soll. Komisch. Als nächstes haben wir die Victorinox Schere, die sehr ungünstig eingebettet ist, weil sie so zwischen anderen Sachen liegt. Die Victorinox Schere mag ich sehr, sehr gerne. Leider habe ich an meinem Rangerwood keine dran, weil man damit immer mal wieder was Kleines schnell aufmachen kann. Scheren sind schon deutlich besser zum Aufmachen als Messer, wenngleich natürlich Messer auch cool sind. Das heißt, sie sind sozusagen ein kleiner Extrafaktor, ein Komfortfaktor. Aber ob man eine Schere wirklich braucht, ist so eine Sache. Also eigentlich kriegst du mit dem Messer fast alles hin oder alles hin, was du mit einer Schere auch hinkriegst. Nur vielleicht nicht immer ganz so sauber wie mit einer Schere und nicht ganz so komfortabel. Ich glaube, die große Variante davon nennt man einen Engländer oder die vernünftige Variante davon nennt man einen Engländer. Also einfach etwas, um
Muttern und große Schrauben damit. Ja, wie sagt man? Eine Klempnerzange könnte man es, glaube ich, auch nennen, das Originalding davon. Habe ich noch nie benutzt. Hier, Kreuz, Schlitzschraubenzieher, ne? Damit man vernünftig ein paar Schrauben machen kann. Ja, ich finde es ganz gut, dass das so klein und dünn gehalten ist. Damit kann man bestimmt schon was Ordentliches machen. Als nächstes haben wir einen Kompass und ein Millimeter- bzw. Inch-Maßstock sozusagen. Der Kompass funktioniert, kann ich sagen. Also das ist absolut in Ordnung. Man richtet den übrigens auch aus, ne? Wo Norden ist. Und dann kann man sich da so mitdrehen und dann stimmt irgendwann der schwarze Zeiger mit, beziehungsweise es soll dunkelblau sein, der dunkelblaue Zeiger mit dem Nordenzeichen überein. Und dann kann man halt genau gucken, wo man ist. Und wie gesagt, der funktioniert auch vernünftig. Und natürlich das Zentimetermaß und das Inchmaß. Ja, ob man das braucht, gute Frage. Dann haben wir den klassischen Dosenöffner. Gefällt mir sehr gut. Dosenöffner muss immer mit dabei sein. Da ist dann natürlich auch der Schlitzschraubenzieher oben drauf. Weil mit den Dingern, wenn man weiß, wie es geht, kriegt man immer eine Dose auf. Es gibt nichts Ätzenderes, als irgendwo zu sein und seine Dose nicht aufzukriegen. Kapselheber zum Bier aufmachen braucht man es eigentlich nicht. Und ein Schlitzschraubenzieher auch oben drauf. Hinten gibt es dann wie immer den Korkenzieher. Braucht man, wenn man Wein trinken will, oder kann man auch gut mit Knoten aufmachen oder in kleine Knöpfe rein vom Handy und ähnlichen elektronischen Geräten. Auf der anderen Seite die Stechbohrnähale, sehr praktisch zum Basteln. Und dann hat man Zahnstocher und eine kleine Pinzette. Das beides ist nicht am Rangerwood dran, also keine Pinzette und kein Zahnstocher. Das nervt mich ein bisschen. Weil gerade die Pinzette kann man manchmal ganz gut gebrauchen, um so einen kleinen Dorn von der Arbeit oder so rauszubekommen aus dem Finger. Aber bis jetzt hat es irgendwie auch immer noch so geklappt, beziehungsweise ich habe ja noch ein zweites kleines Victorinox in meinem EDC an sich. Das heißt, ich habe da trotzdem irgendwie immer die Pinzette mit dabei. Das ist aber natürlich nicht die beste Lösung. Aber hier sind sie dann wieder mit dabei, weil es klassische Kunststoffschalen sind und da geht das anscheinend besser. Das Ganze kommt, und da muss ich Victorinox nochmal richtig loben, in so einer Ledertasche daher. Und diese Ledertaschen, ich habe auch schon eins von Victorinox Ranger Wood, finde ich gut. Die sind einfach für einen vernünftigen Preis, für irgendwo bei 12, 13, 14 Euro zu haben. Manchmal vielleicht auch ein bisschen teurer, je nachdem welchen Anbieter ihr habt. Und die sind wertig verarbeitet. Das Leder ist in Ordnung, die ganzen Nähte sind gut, die Schlaufen sind hinten dran immer groß genug, um sie in alle Größen von Gürteln, die ich bis jetzt so hatte in meinem Leben, reinzumachen. Also absolut vernünftig. Und das Ganze passt da super rein. Das gibt es für fast jedes Modell, so ein Ding. Und dann hat man es schön am Gürtel. Es sieht auch schlicht und elegant aus, muss man sagen. Das gefällt mir einfach sehr gut. Das heißt, für die Taschen muss ich Victorinox auf jeden Fall doppelt und dreifach loben. Jetzt stellt sich natürlich die Abschlussfrage, braucht man sowas überhaupt? Natürlich nicht im Alltag und ja, ich sag mal so, natürlich kann man es mit als Backup-Werkzeug, als Mini-Werkzeugkasten, als Ersatz-Mini-Werkzeugkasten irgendwie verargumentieren, aber ich kann mir eigentlich kaum eine Situation vorstellen, wo ich Lust habe, dieses extra Gewicht als Backup sozusagen vorzustellen. Vielleicht noch gerade so auf Fahrradtouren, weil im Auto kann man sich auch einfach einen normalen Werkzeugkasten hintun, zumindest einen kleinen normalen Werkzeugkasten, da braucht man das Ding nicht. Und beim normalen Wandern würde ich das niemals mitnehmen, sondern einfach nur ein kleines Victorinox und alle anderen Funktionen, die ich hier drin habe, dann halt einfach drauf verzichten. Das heißt, ich kann mir eigentlich wirklich nur vorstellen, dass man zum Beispiel bei einer Fahrradtour das mitnehmen würde. Hallo Samwise, brauchst du Aufmerksamkeit? Braucht er. Das heißt, ja. Wie gesagt, ne, sehr eingeschränktes Nutzungsfeld. Dafür kostet das Ding, glaube ich, aber auch 80 Euro oder sowas in der Richtung. Da gibt es natürlich auch verschiedene Modelle, je nachdem, welche Funktionen da im Endeffekt dann wirklich mit drin sind. Also ja, ne, braucht man im Endeffekt nicht wirklich, aber ich beschwere mich auch nicht darüber, das zu haben. Und über Victorinox als Marke an sich verliere ich natürlich fast nie ein böses Wort. Das ist einfach so. Mir gefallen die Victorinox-Messer sehr gut. Da sind einfach immer eine grundsolide Verarbeitungsqualität und eine Werkzeugqualität. Und da kann man nichts im Endeffekt gegen sagen. Ne? Man kann natürlich ein bisschen anmerken, dass sie vielleicht zu teuer sind. Aber ich sag mal so, ein Victorinox-Messer, das kaufst du dir meistens einmal im Leben. Ja? Und dann hast du es. Weil das wird fast nie kaputt gehen. Zumindest ist mir noch nie passiert, dass ein Victorinox-Messer wirklich mal kaputt gegangen wäre. Vielleicht hat da ja einer von euch ein paar Erfahrungen zu.
dem ist schon mal eins kaputt gegangen oder ein Freund von euch ist schon mal einen kaputt gegangen, dann kann er mal was in die Kommentare reinschreiben. Aber wie gesagt, ich habe alle Victorinox-Messer, die ich jemals in meinem Leben gekauft habe, habe ich entweder wieder verschenkt oder sie sind immer noch bei mir in Benutzung. So einfach ist das. Tja, alle Links zu meinen liebsten Victorinox-Messern findest du natürlich unten in der Videobeschreibung. Einfach mal reinklicken, da hast du was zu tun. Hier links und rechts oben findest du weitere Videos, natürlich über Ausrüstung. Kannst du dich einfach ein bisschen durchklicken, dann ist der Nachmittag gerettet. Und in der Videobeschreibung findest du sonst auch alle Infos, die du gebrauchen könntest. Natürlich auch Kontakt, falls du mir mal eine E-Mail schreiben möchtest. Ich sag dann mal, bis zu den nächsten Videos. Tschüss, tschüss.